Oh, Und Lava, schon. Lava, Lava, Boah. Lava, Lava, Lava. Jo, meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft UHC. Hier beim Team anderer Vlog, wenn ich es richtig in Erinnerung Genau, habe. Der andere Vlog. Mit dem Andrena. Hi. Und dem Mr. Vlog natürlich. Und es ist hell draußen, richtig geil. Ja, es ist sehr gut. Und wir sind echt im Vorteil. Wir haben jetzt 8 Dias schon. Das ist geil. Das ist echt geil. Ich habe hier noch. Also, ich habe noch ein Schwein, das nehme ich auch auf jeden Fall mit. Mhm. Dann, ich nehme mal noch eventuell ein paar Pilze mit, wenn ich verschiedene Sorten finde, ne? Ja, nimm ruhig mit, das kann nicht schaden. So, ich strip meine hier weiter, auch wenn es, ja, ich muss einfach gemacht werden. So, ich habe gerade noch mal 20 Eisen reingeworfen in die Schmelze. Das kann dann hier braten, während ich hier weiter meine. Okay. Also mit Zuckerrohr haben wir jetzt gar keine Probleme mehr. Ich habe hier noch so ein bisschen was. Sehr gut, dann nimm auf jeden Fall alles mit, was du findest, damit die anderen Teams das nicht finden. Ja. Ist zwar unwahrscheinlich, dass sie dann nichts finden, aber es ist halt Vorteil. Was auch noch geil wäre, ja gut, Melonensamen wäre noch geil, oder eine Melone. Wofür können wir die gebrauchen? Für Heiltränke. Dafür brauchst du Glitzermelonen. Gut, dafür müssen wir sowieso ins Nether und dann da entsprechend, ne? Ja, da bin ich letztes Mal gestorben. Ja. Warst du das nicht sogar? Das war ich sogar, ja. Na, nicht ich, es war mein lieber Kollege, mit dem ich zusammen war. Mit dem ich hier zusammen aufgenommen habe. Liebe Dissi. Aber ja, wir haben dich da getötet. Ja, ihr Schweine, ihr. Und die Schneckball, die hat sich ja versteckt. Die hat sich gut versteckt. Hat sich gut versteckt, ja. Ja. So, es sind leider keine Äpfel gespawnt weiter. Oh, ich brauche die ganze Zeit mit meiner Eisenspitzhacke ab. Der Vorteil ist natürlich, dass jetzt jeder schon mal einen Apfel hat. Also mit 2 Goldäpfel sind wir ja schon mal gut dabei. Ja, und wenn wir es schaffen, keinen Schaden zu kriegen, dann sind wir auf der sicheren Seite erstmal. Boah, ist hier viel Zeug. Oh, ich habe vergessen, mir Fackeln zu machen. Aber ich habe ich noch Holz? Ich habe noch Holz, sehr gut. Fackeln. Ja, ich werde gleich auch eine gute Fuge Holz mit runterbringen, einfach mal. Sehr gut. Weil ich habe keinen Bock, dass das denn beim Meinen nachher ausgeht und ich hier nochmal hoch muss. Ja, also Kohle haben wir jetzt auf jeden Fall auch genug. Sehr schön, ja, da habe ich auch, glaube ich, noch irgendwie einen halben Stack voll jetzt. Mhm. Hast du noch was zu essen gefunden? Ja, Schweinefleisch jede Menge. Sehr gut. Aber ja gut, dann das heißt, müssen wir wirklich dann zusammen auf die Jagd gehen, dass wir irgendwie Kühe oder sowas finden. Wenn wir es wirklich nicht finden, aber erstmal brauchen wir noch Lapis und all den Scheiß zu verzaubern. Ja, ich geh mal ein bisschen weiter weg. Mal gucken, vielleicht sehe ich ja sogar einen Namen und kann überraschen. Ja, ich... Eigentlich ungern ohne mich, aber. Ne? Aber ja. Wie ist deine Taktik, wenn du andere Spieler siehst, sofort drauf, oder? Ja, in der Regel schon. Gut, wir müssen mal gucken. Wenn's Team... Was bei mir so ein großes Handicap ist, ich kann überhaupt nicht mit dem Bogen umgehen. Auch kann ich auch nicht. Übungssessions, und das ist halt immer ein großes Handicap, gerade so auf offenem Feld. Da ja, ja, klar, verloren. Klar. So, ich mache mir jetzt gerade nochmal 2 Spitzhacken. Das ist natürlich ein Riesenproblem, dass ich wieder kein Optifine habe und damit nicht zoomen kann, weil... Ja, ich weiß, was du meinst. Ne? Ja, ja, klar. Absolut. So, ich nehme hier nochmal 4 Fleisch raus, schmeiß da oben das Zeug rein. Hier hat er keine Kohle mehr, das können wir ändern. Aber ich mache mir nochmal ein Rüstungsteil, ich mache mir mal eine Brustplatte. So. Damit ich, falls mich hier unten irgendwas trifft, dann bin ich hier schon mal sicher. So, hier mache ich mal... Ach, komm. Muss sagen, ich finde es immer wieder aufs Neue eklig, wenn die Gesundheit halt gar nicht regeneriert. Ja, das ist einfach räudig, absolut. Das ist absolut räudig, da gebe ich dir echt recht, damit komme ich auch überhaupt nicht klar. So. Weil du so aufpassen musst, gerade auf Fallschaden da, ich fall immer wieder 3 Blöcke tief und dann... Ja. Und wenn du mal ein bisschen höher fällst, wenn du denn nicht rechtzeitig sneakst, dann ist es vorbei eigentlich schon. Ja, das vergesse ich sowieso immer, das Sneaken. Das ist sowieso... So. Erinnerst du dich noch bei der allerersten Staffel, wo wir dann am Ende so rennen mussten, weil die Birdballer näher kamen? Ja, ich erinnere mich. Boah, das war echt scheiße. Aber so weit habe ich es ja damals gar nicht geschafft. Ja, du bist ja als erster, glaube ich, sogar. Oh, Lava, 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 Lava. Hör dir das nicht an. So, okay, ich merke schon, hier endet dieser Gang, dieser Strip-Mine-Gang. Den werde ich jetzt nochmal Strip-Mine, also durchminen. In der Hoffnung, was zu finden. Also Eisen finde ich schon relativ viel. Gold fehlt mir hier noch extrem. Also ich habe auch überhaupt kein Gold. Das stört mich ein wenig. Ich mache irgendwann den totalen Kahlschlag bei den
Ist egal, solange wir Äpfel kriegen, ist alles gut. Ja. Dann müssen wir dafür nicht mehr extra farmen gehen. Das können wir ganz am Anfang erledigen, wenn kein anderer oben ist und uns sucht. Na, das ist das Wichtige. Ich habe auch immer so das Gefühl manchmal, dass bei Birke irgendwie das da öfter Äpfel spawnen. Nein, bei Birke, es spawnen Äpfel nur bei Eiche eigentlich. Echt, ja? Weil ja, ich meine schon. Komisch. Ich bin mir relativ sicher. Okay. Ich kann mich irren. Na gut, dann höre ich auf, hier abzubauen. Weil ich bin ein bisschen weiter weggegangen auf der Suche nach Kühlen jetzt. Und mach's lieber nur bei Eichenbäumen, da weiß ich sicher, dass sie fallen. Okay. Weil ich bin nämlich letzte Mal mit Dizzy aufs Farm gegangen, bevor wir euch dann gefunden haben, weil danach haben wir uns direkt das Portal gebaut. Ja, und da kam dann. Oh, doof. Ja. Ich würde auch sagen, wir warten mit dem. Hallo Hund. Ach, Charlie, hör auf. Ja, das ist immer so mein heimlicher Star in meinen Aufnahmen. Das ist ganz schrecklich. Das ist ja süß. Hast du einen Hund dabei? Ja. Ich hab die Worldborder erreicht. Oh, da bist du schon weit gelaufen. Ja. Das war gar nicht so weit. Dann komm mal lieber zurück, bevor du auf irgendwie anders triffst. Und dann müssen wir später alleine zusammen suchen. Versuch irgendwie ein bisschen anderen Weg zu gehen, ob du noch Kühe findest. Ja, ich guck mal hier lang. Ich hab hier. Dann grabe ich mich jetzt mal ganz dreist in die andere Richtung weiter. Halli aus. So, das kommt ich dann hier wieder rein. Das ist so eine kleine Höhle, wo ich gerade mal reingeguckt habe, ob ich Eisen finde, aber nicht. Naja, das wäre natürlich schön. So, ich habe jetzt Kopf und Brust. Dann mache ich mir nochmal Hose und Stiefel. Kann ich jetzt auch schon bauen für mich. Und für dich muss ich halt weiterfahren. Ja, mach mal. Wie gesagt, also im Prinzip, ich bin jetzt eh erstmal noch eine Weile nicht da. Ja. Ich denke mal, zum Ende der Folge komme ich vielleicht zurück. Ja, das passt schon. So, Redstone. Schön fürs Level. Ich habe Schafe gefunden. Schafe, nimm sie ruhig mit. Gib Fleisch. Ja, aber Wolle brauchen wir nicht, ne? Wolle brauchen wir eigentlich nicht, weil wir Betten bringen uns ja nichts, wir können ja nicht schlafen. Ja. Außer alle anderen haben gerade zufällig auch die Idee. Ich glaube, das wird nicht passieren. Ich glaub's auch. Komm vor allen Dingen zurück, bevor es Nacht wird. Das ist wichtig. Ja, stimmt. Muss ich hier quasi einbauen und dann. Oh, Diamanten! Richtig geil. Diamanten! Wir sind die einzigen, die hier Diamanten haben. Ja. Ich habe noch bei keinem anderen den Erfolg gesehen. Oh ja, komm. Ja gut, es kann natürlich einfach sein, dass wir den Weg dahin noch nicht haben, ne? Dass wir ja, aber haben. Üblicherweise. Ja gut, es kann natürlich ganz sein, dass wir es ganz gezielt machen. Drüber ist irgendwie Wasser. Das heißt, wir haben jetzt insgesamt 15 Diamanten. Cool, 15 aber. 10 Diamanten. Da können wir uns ja im Prinzip schon fast zwei Brustplatten von machen. Fast. Ja, zwar jetzt Spaß, die jetzt zu machen, aber rein theoretisch. Ja, ich würde erstmal auf Full Iron gehen. Ja, die erstmal verzaubern. Ich weiß nicht, vielleicht ist die Frage, wie viel Eisen haben wir am Ende, wie viel Zeug haben wir, weil wir müssen überlegen. Erstmal müssen wir gucken, ob wir verzaubern können. Das ist die erste Frage natürlich. Weil es kann auch sein, dass wir nichts finden und nicht verzaubern können. Ich habe das damals beim Varomini gehabt, da konnte ich nicht verzaubern oder lange Zeit nicht verzaubern, weil ich kein Leder gefunden habe. Wir brauchen Minimum ein Leder. Ja, aber ich finde auch nichts. Also ich habe fast die Angst, dass ich die einfach nicht sehe, weil die. Gut, Kaninchen musst du auf jeden Fall auch töten, wenn du sie siehst. Weil die Schweine, die waren bei mir richtig dargestellt und die Schafe irgendwie nicht. Ich habe das Gefühl, dass es irgendwie am. Jetzt heißt, vertauschen wir gleich, dann gehe ich mal nach oben und suche. Können wir machen. Wenn du sagst, das läuft bei dir nicht. Ja. Oh, warte mal, was ist das? Oh ne, wo ist was anderes? Dann warten wir nämlich ein bisschen und schauen, bis es wieder Tag wird, dann mache ich mich mal auf den Weg. Aber es wundert mich auch, also ich gucke ja öfter mal auf den Boden, dass ich hier nirgendwo mal einen Namen auch in weiter Ferne sehe. Fast schon. Ja gut, wenn die unter der Erde sind, du kannst davon ausgehen, dass die erstmal unter der Erde sind, das heißt, du müsstest echt nach unten gucken. Ja, mache ich ab und zu. Ich habe hier den grünen Rasen, da sieht man das ja ganz gut eigentlich. Mhm. Das ist krass. Okay, hier ist nichts. So, na gut, ich mache mich langsam mal auf den Rückweg. Ich meine, ich habe jetzt hier in diesem Chunk schon wieder Diamanten gefunden. Das ist jetzt so unwahrscheinlich, dass hier wieder was sind, aber das ist. Ich bin ja kaum 16 Blöcke weg gewesen und schon mal die nächsten Diamanten da. Das war wieder relativ nah dran. Kann natürlich sein, dass das gerade so die Chunkgrenze war. Oh, da ist Gravel. Nicht. Gravel brauchen wir unbedingt für Pfeile und für ein Feuerzeug auf jeden Fall. Dann können wir uns nämlich vorgebraten. Wenn ich den nächsten Mal hochgehe, mache ich mir vorgebratenes Zeug. So, dann kann ich hier mal die Schaufel verbrauchen. Gravel ist gut.
Wieso habe ich diese scheiß Holzschaufel? Die kann ich einmal. Wieso bekommen wir kein Dia-Achievement? Ja, wahrscheinlich, weil sie das davor nicht gemacht haben. Ja, haben sie Pech gehabt. So, warte mal, Richtung 200 ist da lang. Ja, eigentlich muss ich ja nur da lang gehen. Fast. Genau, weil ihr keine Dias habt. hatte ich jetzt genau da. So, ich wollte eine Eisensteinschaufel machen. Mhm. Okay, jetzt wird's Nacht, aber ich bin gerade auf dem Wasser noch, also. Ja. Kann jetzt ringsrum erstmal nicht so viel kommen. Mhm. So, ich verbrenne das Ding mal. Ich habe nochmal 9 Eisenbarren. Ihr habt schon Dias. Oh, ich will gar nicht, das ist, wenn die unsere Folgen gucken, die drehen ab. hier hatte ich Gravel gefunden, genau. Das nehme ich jetzt erstmal auseinander. Maler, dein Server taugt nichts. Doch, ich finde den Server gut. Ich finde ihn richtig gut. Doch. Nur keine Kühe. Nur, wir dürfen nicht verraten, dass wir gerade keine Kühe finden, weil dann wissen die, dass wir oberirdisch sind. Ja. Weil die meisten machen so wie wir, die graben sich runter und gehen auf Farmen. Und vor allem, dann wissen sie, dass wir im Moment nichts verzaubern können. Richtig. Okay, also wenn es jetzt Nacht wird, wie gesagt, dann machen wir es anders. Es ist Tiefnacht. Tiefnacht, oh Gott, passt bloß auf dich auf. Ja. Wie weit bist du weg? Ich sehe es schon jetzt, ich hab's schon, ich bin jetzt da. Okay. Bin jetzt oben drinnen. Könnt ihr auch mal die schöne Taktik machen? Ne, das kriege ich hier nicht hin. Dafür ist der Server zu schnell. Und wieder zugemacht erstmal. So, ich komme runter. Gut, ich habe jetzt hier mal eine kleine Höhle auf. So hier, ja, komm. Ich mache sie zu, dann kann auch nichts passieren. So, dann weiter hier Strip meinen. Ich dachte gerade für eine Sekunde, ich sehe bei uns in der Höhle unten zwei Namen. Zwei Namen? Ach, du bist. Das wäre richtig bitter gewesen. Ja. Das wäre schon scheiße gewesen. Oh Gott. Haben wir sowas wie eine Truhe? Mach uns mal eine Truhe. Ja, mach uns mal eine Truhe, das ist gut. Oh, Dynane hat Monster. Die sind. Okay, die sind entweder in der Höhle. Ne, oberirdisch gerade könnte sein. Boah, ich hole wieder einen Grafikfehler bei der Truhe. Ich weiß nicht, was hier los ist. Kann das sein, dass welches Text hast du? Original Text-JPEG drin? Ja, ne, ich hab Specs drin. Dann schmeiß das mal raus, vielleicht liegt's daran. Ja, ich mach's denn, wenn die nächsten 20 Minuten rum sind. Ja, das kann natürlich auch sein, dass dein Text-JPEG irgendwie falsch geladen wird oder nicht kompatibel ist, falsche Version, du hast es ja neu installiert. Ja. Dass da irgendwie ein Scheiß passiert. So, ich pack mal das Zuckerrohr rein. Ja. Na gut, die Settings. Und die Kiste ist natürlich gefährlich in dem Moment, wo hier jemand unsere Base findet. Dann ist die Kiste gefährlich, weil dann ist da alles wichtig. Also gerade die wichtigen Sachen rauslassen. Will ich, was das Inventar zu voll macht, das solltest du reinlegen. Okay, dann halt Andesit brauchen wir ja nicht. Genau, Andesit, so ein Scheiß kann sein. Ich sollte nicht die Eisenspitzhacke benutzen. Übrigens, im Ofen müsstest du, liegt im Ofen noch Eisen, die habe ich dabei. Dann könntest du hier noch eben die Brustplatte craften. 9 Eisen. Dann, ich habe hier auch noch 9, dann kannst du die Brustplatte bauen. Und dann können wir uns gleich mal Eisenschwerter machen. Ja, und ich habe noch Kohle nachgeschmissen, weil der hat nicht ganz zu Ende gebraten. Ah, okay. Ja, ich hatte mein Schwert benutzt. Mein altes, meine Holzschaufel hatte ich reingeschmissen, dass sie verbrennt. Dann ist die weg. Mach ich nochmal noch ein paar Sticks. Jo. Und eine Eisenhacke. Wir könnten Bratplatte nochmal kurz ein bisschen Stein, dass du unseren Eingang zumachst. Dass die nicht den Eingang finden. Mach ich. Aber willst du nicht erstmal hochgehen, bevor wir das machen? Ja, ich geh jetzt gleich mal hoch. Ich habe hier den Gang einfach, also den Gang hier, den siehst du jetzt zum Strip-Minen. Und einfach hier weitermachen. Ich lasse dir die Eisenspitzhacke hier und das Eisen. Jo. Boah, jetzt hast du auch. Bist du auch ein Grafikfehler? Ich muss, glaube ich, weiß nicht, was hier los ist. Irgendwas ist da echt blöd, ja, aber Hauptsache du bist da zum Spiel. Also ich gebe dir die Eisenbarren. Ich gebe dir auch die Diamanten, falls mir oben irgendwas passiert. Mach das so. Und den Rest schmeiße ich in die Truhe. Die Eisenspitzhacke wollte ich dir geben. Genau, den Apfel gebe ich dir. Und einen Eimer, falls du irgendwie Probleme hast. Jo. Gut, okay. Hast alles eingesammelt? Habe ich. Weil ich habe ja noch ein paar Steinspitzhacken, die kannst du auch haben hier. Ja, okay, dann gib mir mal die. So. Dann hau ich erstmal die weg, die Steinspitzhacken, und die Eisen hebe ich mir ein bisschen auf. Ja, die Eisen solltest du erstmal nur für. Dias und so. Dias, genau. Dafür erstmal nur benutzen. So, das Redstone packe ich da rein. Den einen Bruchsteinstack behalte ich. Feuerstein nehme ich mit. Ich mache mir mal fix ein Feuerzeug. Haben wir noch Eisen? Da ist noch ein Eisen. Nehme ich auch mit. Feuerzeug. Wie ging das noch?
So, ja, Feuerzeug, sehr gut. Falls ich in den Kampf komme, und ich mache mir auch mal ein Eisenschwert, falls ich da oben wirklich wen treffe. Mhm. Aber keine Hektik, es ist quasi gerade Nacht geworden. Also, ja. Es würde mich wundern, wenn es jetzt schon dämmert. Ich schaue jetzt mal nach oben und dann sehen wir mal. So, die Kohle nehme ich mit. Ich nehme mir auch noch ein paar Fackeln, habe ich noch? Doch, da habe ich noch Fackeln. Okay, dann mache ich mal auf den Weg nach oben. Aber ich mache mir noch eine Steinspitzhacke. Komm, was soll's. So, just in case. Man weiß ja nicht, was man so trifft. Ja. Gut, ich habe sogar eine Steinaxt, sehr gut. So, dann machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Schauen wir mal. Was da so geht. Hast du oben nichts, du hast oben zugemacht, oder? Ja, ich habe oben zugemacht. Ich habe Erde davor gesetzt, dass es auch ein bisschen zuwächst. Mhm, das ist gut. Dann mache ich es gleich wieder genau so. Oh, was ist das hier, ist das? Bin mir nicht ganz sicher, es kann sein, dass ich eventuell einen Dungeon gefunden habe. Wie sieht das aus? Ja, der Stein ist ein bisschen anders gefärbt. Okay, ich komme mal runter, ich guck's mir mal an, weil dann sollten wir das zusammen machen. Hast du dir schon die volle Rüstung gecraftet? Dann mach das, bevor wir da hingehen. Mach ich noch nicht, mach ich jetzt. Dann mach das mal ganz schnell. Dann komme ich jetzt erst noch wieder runter, weil ich denke eh nicht, dass es jetzt schon wieder Tag ist. In welche Richtung bist du gerade eben gegangen? Da lang. Da, also in die Richtung. Okay, dann werde ich gleich mal die andere Richtung gehen. Ich schau mal das mal an, was du da gefunden hast. Muss gucken, der letzte Gang rechts. Der letzte Gang rechts. Ach, du gräbst immer zwei rein? Ja, ja, ich mache immer, weil halt unten. Ah, nee, das, was du da, das ist Andesit, das ist, nee, oder Diorit, Andesit, so ein Scheißzeug ist das. Ach so, okay, ich kenne mich da noch nicht so aus. In Zweifelsfall drückst du auf F3 und dann siehst du, welcher Block das ist. Stimmt. Aber ich mache trotzdem meinen Brustpanzer bei Gelegenheit. Ja, mach das. Ich gehe jetzt nach oben und in der Hoffnung, dass es schon Tag ist. Was fehlt denn eigentlich noch? Hose müsstest du noch nicht haben. Ah, genau, Hose, stimmt. So. Will ja hier nicht ohne Höschen rumrennen. Ja, ich auch voll Eisenrüstung, das ist wichtig. Puh, aber es wundert mich fast schon, dass wir nicht schon wirklich die nächsten 20 Minuten rum sind, ne? Das dauert manchmal so ein bisschen. Das ist. Ist noch Nacht, okay. Dann mache ich so wie du vorhin: einfach hier ein bisschen reingraben und hier oben nach Eisen suchen. Jo. Hier warst du, genau. Leuchte ich hier nochmal kurz aus. So, Eisen. Hi. Kann nicht schaden, weil Eisen findet man überall gleich, das ist das Gute. Ja, ich habe jetzt hier ein bisschen Kohle gefunden, müssen wir die jetzt noch unbedingt zwingend mitnehmen? Ja, wegen den Leveln. Gut. Die Level brauchen wir später zum Verzaubern, ich möchte nachher nicht extra noch Levelfarmen gehen, außer vielleicht im Nether so ein bisschen, aber jedes Level, das wir jetzt kriegen, mitnehmen. Ja, ich hoffe ja wirklich inständig, dass du jetzt einfach Kühe findest, oder? Ja, und dann fehlt auch noch Lapis Lazuli, das ist auch noch so ein kritischer Punkt. Den brauchen wir ab 1.8 zu verzaubern, und zwar zwingend. Der war echt ein kritischer Faktor, der ist immer ein kritischer Faktor. Aber eigentlich, also ich habe da habe ich bisher die letzten Male nie Probleme gehabt. Also Lapis, ich hatte das eine Mal, bei dem ich gewonnen habe, mit Huti zusammen, da haben wir tatsächlich in der letzten Folge, da waren wir oben und wir wussten, wir haben noch 20 Minuten, da haben wir bei 15 Minuten haben wir Lapis gefunden, haben dann ruckzuck alles auf Level 1 verzaubert. Und damit hat den gerockt. Ja, sehr schön. Aber das war echt knapp. Ja, das war verdammt knapp. Ich erinnere mich dunkel. Ja. Da hast du mich ja auch sogar geholt. Also da war ich das, genau. Da war ich das auch. Ja. Stimmt auch, stimmt. Oh, recht hast du. Hatte ich schon wieder vergessen. Vielleicht können wir die Teams da rückwirkend noch ändern. Ah. Oh, ich habe Gold gefunden. Gold, oh, sehr gut. Sehr gut. Das ist wichtig, wichtig, wichtig. Wir brauchen halt 8 Barren für ein Dings, aber... Blick hat Gold auch mit Eisen, oder? Ja, mach ruhig. Mach das ruhig, das schadet nicht. Ich finde gerade kein Eisen, das ist scheiße. Ich grab mich hier rum und finde nichts. Gut, ich sollte vielleicht auch mal nach links und rechts graben. Kann man machen. Muss man aber nicht, ja. Ne? So, der Gang ist jetzt... Dann grabe ich mal den Gang hier ein bisschen weiter, also weiter nach hinten, weil... In Zweifelsfall machst du es so, dass du dich nach rechts, also wenn du in dem Gang, wo du gerade eben warst, nach rechts gräbst und da dann quasi in die andere Richtung nochmal zurückgehst. Also wieder zurück quasi Richtung Base, dass wir dann so... Ja gut, stimmt, ja, kann man machen. Zickzack gehen. Muss halt immer nur so weit, dass... Es ist Tag, sehr gut. So, Schwert raus und gucken. Kein Creeper, kein nichts. Gerade 40 Minute Mark. Okay, dann gehe ich jetzt so ganz. Dann würde ich sagen, machen wir eine kurze Pause und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss.